In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben. Einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Tommy, dunkle Gestalt. Kehrt und erzählt vergessene Geschichten. Alles im Leben hat ja seinen Sinn und folgt bestimmten Regeln. Auch Traditionen und Brauchtümer haben ihren Sinn und ihre Regeln. Und die sind ja nicht einfach so entstanden. Das hat ja alles einen Sinn. Warum zum Beispiel jeder ab einer bestimmten Zeit bei der Imster Fasnacht sein Gesicht zeigen muss, das zeigt Ihnen folgende Geschichte. Zwischen diesen engen Gassen muss der Fasnachtslärm wohl unbetäubend gewesen sein. Damals in der Fasnacht. Und damit könnten sie den Teufel angelockt haben, die Imster Fasnachtler. Und dann hat er sich zwischen die Fasnachtler gemischt hat. Was ist der Brunnen? So hoch wie die Laterne ist er gesprungen. Wie ein Gottesblock. In der Imster Fasnacht. Damals. Durch. Selbst der oberste aller Hexenmeister hat in Imst einmal seine Künste gezeigt. Es war beim Schemenlauf. Noch lange nach Betleuten setzten die Fasnachtler ihr übermütiges Treiben fort. Einige vergnügten sich gerade beim Strelenhaus im Hochspringen, bis ein herbeitändelnder Roller sie in unheimliches Staunen versetzte. Er sprang gleich bis zur Straßenlampe empor. Der hat ja Gashaxen,
konstatierte einer aus der Zuschauerrunde. Und angstschlotternd bekreuzten sie sich der Reihe nach. Vor so vielen Kreuzen nahm der Kunstspringer reißaus, die Schemen aber schlichen jäh ernüchtert nach Hause. Seither ist es den Imster Fasnachtlern untersagt, länger als bis zum Abendläuten vermummt zu bleiben. Mit dem ersten Glockenschlag findet aller Fastnachtstrubel sein Ende. Und ihre Fasnacht. Lebendige Geschichte. Über Jahrhunderte entstanden, ein jahrhundertealtes Brauchtum. Ein Heiligtum. Na, kein Wunder, dass der oberste Hexenmeister. Wunder, dass der oberste Hexenmeister versucht. Okay, Leute, genug für heute. Abonniert doch meinen Facebook- und Instagram-Account und meinen YouTube-Kanal. Besucht bitte auch die verlinkten Webseiten der Partner und der Auftraggeber. Und wenn ihr mir was zu sagen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neue Folge versäumt. Und passt auf euch. Gute Nacht.